Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hogwarts Legacy mit mir, Demian. Ja, will ich nicht hin. Hä? Aber... Hä? Den habe ich doch gemacht. Hier fehlt mir auch irgendwo eine verfluchte Handbuchseite. Sonst habe ich da alles. Hogwarts. Fehlt mir ein Demigeist. 10 Seiten. 3 Truhen. Ach du Jemine. Aber ich wollte jetzt hier hinten irgendwie da eine Schnellreise hinmachen, damit ich da diese Mission mit den Fliegen machen kann. Nein, hier ist keine Seite. Wie beeindruckend. So, da drüben. Noch eine Schrift. Rebellion. Eine Seite. Bei dem Skelett? Nö. So, hier fliegen. Gryffindor, hier drüben. Hallo Imelda, da bin ich wieder. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler. Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Unser neuer Fünftklässler ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Das ist... also... danke? Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Wir sehen ja gleich, wie ich mich schlagen werde. Ich bin bereit. Gleich verlierst du, Gryffindor. Das kann gut sein, aber wer weiß. Das war nicht allzu schwer. Ich finde diese Steuerung immer noch so, naja. Geflogen, wenn ich das so sagen darf. Geht der Kurs einmal über die komplette Insel? Wunderbar. Gefühlt war ich hier schon. Also bin ich hier schon lang geflogen, meine ich. Das war nicht allzu schwer.
läuft richtig gut. Kurz mal die Kontrolle komplett verloren. Das hat schon mal geklappt. Alter Schwede. Das war gar nicht schlecht. Beeindruckende Arbeit, aber freu dich nicht zu früh. Ich hole dich sofort wieder ein. Meine Familie wird es nicht glauben, wenn ich ihnen davon erzähle. Sie sind fast so ehrgeizig wie ich. Fast. Hast du deinen Ehrgeiz von deiner Familie? Kann man so sagen. Mein Großvater spielte Quidditch für Eintracht Pfützensee. Und mein Vater? Naja, er war Jäger für Slytherin. Musste aber aufhören, als ein Fluch sein Knie ruinierte. Er meint, es war der Gryffindor-Treiber. Und ich verliebte mich ins Fliegen, als ich zum ersten Mal den Boden unter meinen Füßen schwinden sah. Es ist die Freiheit, die du auf dem Besen empfindest. Seither konnte ich nicht mehr aufhören. Wirst du diese Strecken weiterhin fliegen? Ich fliege selbst, will ja nicht einrosten, aber mit Wettflügen gebe ich mich nicht ab. Du kannst es gerne auch versuchen. Jedenfalls hoffe ich, wir können bald mal wieder fliegen. Ich nehme an, du willst für ein Team spielen. Aber welches? Und welche Position? Ich bin die Tochter meines Vaters, die geborene Jägerin. Wenn Black Quidditch nicht abgesagt hätte, wüsstest du das. Was Mannschaften betrifft, ich träume immer von den Holyhead Harpies. Nach der Schule werde ich es versuchen. Wenn sie mich aus irgendeinem Grund nicht nehmen, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielleicht entscheide ich mich dann für Kräuterkunde. Wenn es wirklich so kommt, kann ich genauso gut eine Alraune werden. Ich würde einfach nur noch schreien. Es hat Spaß gemacht, deine Rekorde herauszufordern. Das finde ich auch. Es ist wirklich schön, dass du hier bist. Nicht schlecht. Für Gryffindor. Pass gut auf dich auf. Waren das jetzt alle Besen rein? Das war wohl Mr. Weasley. Anfängerglück. Nächstes Mal hast du keine Chance. So. Wo war denn dieses Feld? Ist das das hier? Das Feld, wo ich gerade lang geflogen bin. Ich würde sagen, dass Iredale seinen Namen nicht gerade verdient. Hier sind ganz viele Drachen am Steigen. Das Feld, was hier war. Es war ein noch nicht erkundeten kurzer Bereich. Revelio. Kann ich nicht komplett hochfliegen, ne?
Revelio. Hier habe ich auch rumgesprungen. Revelio. Hey, hier ist keiner. Hier ist ein Laden ohne Besitzer. Revelio. Was malt die denn da? Da steht kein Schloss. Aber ist da hinten das Feld? Nein. Ich träume von einer besten. Revelio. Protego! Bleib mal bei der Sache! Da. Aber hier gibt's auch keine Seite. Warum denn nicht? Revelio. Hier war ich auch. Ach ja, dann mache ich jetzt hier meine Schnellreise nach Hogsmeade. Top. Ich frage mich, ob sie den goldenen Schnatz gefunden hat. Wie geht's meinem Lieblingstestpiloten? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Hallo nochmal, Mr. Weeks. Ich habe den Rekord auf dem Südkurs gebrochen. Fantastisch! Der Besen flog also gut? Die bisher beste Verbesserung. Er fliegt wunderbar. Extrem wendig. Aber bei dem Tempo, das er jetzt erreicht, spüre ich den Wind zu sehr. Er verhindert, dass er sein volles Potenzial entfaltet. Natürlich! Das hätte ich mir denken können. Genau die Art von Bericht, die ich von Ihnen erwartet habe. Ha! Endlich weiß ich, wie meine letzte Verbesserung aussehen muss. Was werden Sie nach der letzten Verbesserung machen? Ich will Spindwitches zum beliebtesten Geschäft in Hogsmeade machen. Und ich würde gern mal wieder auf einen Besen steigen. Für den Nervenkitzel. Ich könnte nicht zufriedener mit unseren Verbesserungen sein. Wieder den Pessimisten. Die harte Arbeit hat sich gelohnt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen. Ich schicke Ihnen eine Eule, sobald ich fertig bin. Und nochmals, vielen Dank. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Revelio. Schön für Mr. Weeks. Mr. Weeks und ich sind ein gutes Team. Ich weiß einfach nicht, wo die letzte Sache ist. Ich weiß, dass ich hier noch meine Sachen herausfinden muss, welche ich habe.
So, Rabending. War nicht hier ein Umhang noch dabei? Ja, hier. Das sieht doch mal so richtig beschissen aus. Schade jetzt nicht. Handschuhe auch nicht. Das heißt, ich kann jetzt wieder zurückreisen und meine Sachen verkaufen hier. Was das Penny für sie verkaufen soll? Bald 50.000. Penny wünscht Ihnen eine sichere Reise. So. Weltkarte. Gibt es hier noch Missionen? So kleine Nebenmission meine ich jetzt, nicht die Hauptmission. Bewohnte Höhle. Ich kann ja mal gucken, ob ich da was finde. Revelio. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich hier irgendwie eine Seite finde. Aber der Troll wohnt doch nicht da in der Höhle. Ich habe immer gedacht, hier wäre der Eingang. Die Steine davor. Dann war das ja auch hier mit Ranken überwuchert. Contrinto, defendo.
Du! Gepinto! Potato! Stupro! Revelio! So viel zum Thema Höhle. Ich habe so das Gefühl, dass hier ein Fehler vorliegt. Dass man hier eigentlich hätte reingehen müssen, aber es nicht fun ist. Sonst finde ich hier auch nichts. Revelio. Da geht's nur nach oben. Hier ist auch nichts. Hier war mal eine Brücke. Sonst geht da nirgendwo eine Höhle rein. Hier auch nicht. Revelio. Hä? Ach so. Sowas gibt's auch. Stimmt. Aber hier ist kein Höhleneingang. Hier geht's nicht weiter. Revelio. Warum stehen da jetzt wieder Wachen? Da habe ich schon leisere Zentauren gehört. Gibt hier nichts zum Reingehen in eine Höhle. Vor allem wird jetzt hier noch neblig, wo man noch weniger sehen kann. Ne. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und in der nächsten Folge kümmere ich mich hier um die Hauptmission. Finde den Eingang in die Mine. Ja. Tschüss.